Der Klimawandel wirkt sich auch in der Schweiz aus und macht Anpassungen in Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft nötig. In 2013 hat das BAFU das Pilotprogramm Anpassung an den Klimawandel lanciert, das Kantone, Regionen und Gemeinden bei diesen neuen Herausforderungen unterstützt. Die 31 geförderten Projekte beschäftigen sich mit Themen wie Wasserknappheit, Naturgefahren und Entwicklung der Städte, die durch die zunehmende Hitze besonders betroffen sind. Genau mit dieser Problematik hat sich das Pilotprojekt Urban Green and Climate Bern unter Leitung der HAFL beschäftigt. Bäume im urbanen Raum haben einen entscheidenden Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden. Sie sind verantwortlich für sogenannte Ökosystemleistungen, wie die Aufnahme und Speicherung von Oberflächenwasser, Biodiversität, die Speicherung von Kohlenstoff, die Lufthygiene, also die Luftreinigung, aber auch die Regulation des Mikroklimas. All diese Ökosystemleistungen haben auch direkt oder indirekt einen Einfluss auf das grössere Stadtklima. Und das wird in Anbetracht des Klimawandels immer wichtiger werden. In unserem Projekt Urban Green and Climate Bern haben wir den Baumbestand von der Stadt Bern genau unter die Lupe genommen. Wir haben geschaut, wie vital sind die Bäume heute. Die Bäume haben jetzt schon sehr viel Stress, vor allem Trockenstress, der vor allem durch den Eintrag von Streusalz, durch Verdichtung oder durch die Versiegelung vom Boden zustande kommt. Wir haben aber auch angeschaut, wie sind die Ökosystemleistungen wie Kohlenstoffspeicherung und der Einfluss von grösseren Grünflächen auf das Mikroklima. Diese Arbeiten sind erfolgt durch Studentinnen und Studenten und in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern, wie zum Beispiel Meteotest und Stadtgrün Bern. Die von der Meteotest installierten Messstationen in den Parklandschaften der Stadt Bern sind wichtig gewesen, um das bestehende Messnetz dahingehend zu erweitern, dass man neben dem bebauten Bereich auch offene Flächen hat. Und die Messungen von diesen Parklandschaften haben gezeigt, dass die Bäume ganz einen wichtigen Beitrag leisten, um Temperaturen runterzubringen. Modellierungen zeigen, dass der Klimawandel dahingehend ist, dass die Hitzeperioden werden zunehmen, die Tropennächte werden zunehmen und die trockenen Tage werden auch zunehmen. Jetzt ist es so, dass die Modellierungen in einer Prognose entwickelt worden sind und die Prognose ganz einen wichtigen Beitrag eigentlich geleistet haben, um die Masterarbeit von Sophie Mack auch können zu realisieren. In meiner Masterarbeit interessierte mich, welche Stadtbäume in Bern werden auch zukünftig im Klimawandel überleben und können vielleicht sogar mit ihrer Kohlenstoffspeicherkapazität den Klimawandel etwas abmildern. Dazu galt es, die ganzen Bäume in Bern zu vermessen an Höhe und an Umfang. Mein Klimafit-Stadtbaumindex, der auf die Toleranz gegen Stadtstress, Trockenstress und den Wert für die städtische Biodiversität mit aufnahm, ergab, dass zum Beispiel Zerreiche, Schwarzföhre und Feldahorn ziemlich gute Chancen haben, es auch im Klimawandel zu packen. Die Erkenntnis aus seinen 2 Masterarbeiten, 3 Bachelorarbeiten und 3 Semesterarbeiten steht der Praxis in Form von Faktenblättern zur Verfügung. Für das zukünftige Wohlbefinden in Städten ist es unumgänglich, dass Massnahmen umgesetzt werden, die der weiteren Aufheizung entgegenwirken.